Hi, es ist wieder soweit. Es gibt wieder ein Video. Und warum? Weil ich jetzt 2 Monate in den USA bin. Yes. Ich kann es selber noch gar nicht glauben. Ich weiß auch gar nicht, wo die letzten Wochen hin sind. Keine Ahnung. Das war so, guck doch den Kalender an. Also, hä? Schon März? Was ist die Zeit denn? Aber auf jeden Fall, ja, mega glücklich drüber. Als erstes möchte ich sagen, dass ich kein Heimweh habe weiterhin. Mir geht's richtig gut. Dabei ein Beweis. Und zwar habe ich als Abschiedsgeschenk von der Kavi eine Kiste bekommen mit Fotos und Briefen, die ich halt zu besonderen Anlässen öffnen darf. In einem Brief ist dabei. Diesen Brief öffnest du, wenn du mal traurig wirst. Und er ist immer noch zu. Gutes Zeichen. Ja, ich will den wirklich gerne lesen. Aber da ich nämlich traurig war, bleibt der Brief auch zu. Dann Februar. Was kann ich zum Februar erzählen? Zuerst möchte ich, genau, das war mir nämlich ganz wichtig, dass ich das als erstes anspreche. Neben dem Heimweh. Mir geht's gut, kein Heimweh. Aber natürlich vermisse ich euch. Euch, besonders meine Eltern. Benny und Oma, einfach die Familie. Weil ich habe mit meinen Eltern gestern kurz geschrieben und meinten, ja, das ist so ruhig ohne dich und wir lachen weniger und ich lache auch weniger. Also man lacht zwar viel mit der Familie, bei uns war es dann was Besonderes. Wenn wir uns über jeden Scheiß gelacht haben und da so reingesteigert haben, das war eigentlich echt. Eigentlich war das nie so wirklich witzig. Kennt ihr das? Und dann steigert man sich da so rein, dass es einfach immer witziger wird und man sich in die Hose pissen könnte vor Lachen. Ja, das ist etwas, was ich halt total vermisse. Aber mir geht's gut. Ich habe auch gestern mit der Hostmann gesprochen, meiner Gastmann, und meinte, ja, ich finde es toll hier. Ich wollte immer kleine Schwester, jetzt habe ich 2 kleine Schwestern und einen kleinen Bruder nochmal. Ich bin richtig glücklich in der Familie und die geben mir einfach das Gefühl, echt ein Familienmitglied zu sein, und das macht das alles echt so angenehm hier. Dann, genau. Dann, was mir auf dem Herzen lag, war, im Februar hat sich auch viel so für mich persönlich verändert. Und was für mich im Februar am meisten geprägt hat, war jetzt schon zu sehen, wer für einen da ist und wer nicht. Ich habe gesehen, es kommt nicht darauf an, wie viel Zeit ich mit wem in Deutschland verbracht habe, sondern wie intensiv die Zeit war und was davon zurückgeblieben ist. Und ja, das ist eine lange Liste von Leuten, wo ich mir denke, Wahnsinn, danke, 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 dass ihr jeden Tag für mich da seid. Manchmal um die beklopptesten Uhrzeiten, zum Beispiel meine liebe AM, die, die jetzt Schlafstörung gehabt, aber sie ist dann nachts trotzdem, und sagt, okay, dann skypen wir einfach mal nachts um deutscher Zeit nach 3 oder 4 Uhr war es. Ich dachte mir so, mein Gott, ne, süßes Ding, du. Und ja, sowas halt, ne, das ist dann halt schon was ganz Nettes. Und ja, ich möchte auf jeden Fall Danke sagen. Ich denke, ihr wisst, wer angesprochen ist. Ich kann jetzt nicht sagen, wem oder wem ich nicht, wem ich mehr danke oder so. Aber auch ganz besonders Topsy. Hi Topsy, ich grüße dich auch mal in einem Video. Du bist der Wahnsinn. Ich habe dir gesagt, du bist sowas echt wie so ein bester Freund auf Entfernung geworden. Aber ja, danke. Du weißt für alles, was. Wir haben über alles geschrieben, wir haben über alles gesprochen. Danke. Einfach nur danke. Ich wünsche dir ganz viel Spaß auf deiner Europareise auch. Neid. Na gut, nicht so viel Neid, weil du bist auch schon geiler als Europa. genauso wie Schwanz. Meine Schwanz. Oh Gott. Du bist so ein klassisches Beispiel für die letzten Wochen haben wir nicht so viel Kontakt gehabt, bevor ich geflogen bin, und jetzt. Täglich. I love you. Und ja, das muss einfach mal gesagt werden, finde ich. Und die Leute, mit denen ich jetzt gar keinen Kontakt mehr habe, weil die sich nicht mehr melden, weil die nicht einverstanden sind mit meiner Entscheidung, die ich getroffen habe, ist mir egal. Ich sehe ja dann, wer sich wirklich für mich interessiert. Und solange meine Familie hinter mir steht und ich wahre Freunde habe, auf die ich zählen kann, ist mir auch egal. So, kommen wir mal zum Februar. Was kann ich erzählen? Ja, wie Anni mich immer beschrieben hat, war, was der Bauer nicht kennt, das frisst ihr auch nicht.
Und das war ich. ich bin da sehr, ja, ich mag das Neues ausprobieren. Hier habe ich keine Wahl, hier wird Neues ausprobiert. Also war ich chinesisch essen. Ich hasse chinesisch. Mein Bruder arbeitet beim China-Putzen. Und ich mag das Essen einfach nicht. Ich habe es noch nie gegessen. Und ja, hier habe ich es probiert, muss ich probieren. Ich mag immer noch nicht diese, wie heißen die denn auf Deutsch? China-Nudeln, Bratnudeln. Ihr wisst, was ich meine. Ja, mag ich nicht. Dann waren wir auch Sushi essen. Ich hasse Sushi. Dann waren wir Sushi essen, weil wir waren 4 Mädels und die anderen 3 wollten so gern. Und dachte mir so, ja, okay, man kann es ja mal probieren, ne? Ist immer noch nicht meins. Wird auch nie meins sein. Ich kann das nicht essen. Das ist, oh Gott, Horror. Dann waren wir auch japanisch essen. Ich sag, ich probiere hier alles, ne? Für mich ist das sowieso alles das gleiche. Japan, China, alles Asia-Food. Ganz einfach zusammengefasst. Ja, ja, unter euch sind jetzt so Leute, die sagen, nein, Japanisch und Chinesisch ist total anders. Es ist Reis und Fisch. Also, da waren wir auf jeden Fall Japanisch essen im Shirashumi. Und das so, wo der Koch an deinem Tisch kocht. Das war schon ganz nett zu sehen, wie er da vor uns so Tricks gemacht hat. Aber nicht so viel, der hat nicht so viel gemacht wie andere, aber so Feuer und keine Ahnung. War auf jeden Fall ganz cool. Und ich habe in Anführungsstrichen Mexikanisch gegessen. Also wir machen ja selber hier Tacos und Quesadillas ab und zu für Dinner. Und wir waren bei Taco Bell. Ich wollte nie von Taco Bell essen. Naja, wir waren bei Taco Bell essen, das war gar nicht so schlecht. Ja, schon für einen Monat habe ich noch einiges ausprobiert. Ich habe viele verschiedene Burgerläden ausprobiert. Ich kenne die Burger hier. Ja, das schon mal zum Essen so. Und sagen alle so, boah, die isst ja nur Burger und bla bla bla, ne? So, ihr Hater. Ich habe 3 Kilo abgenommen, seit ich hier bin. 2 Monate USA, 3 Kilo abgenommen. Ja, yeah, könnt ihr mal sehen. Von wegen, die kommt fett zurück. Ah, nix da. Lass ich alles hier. Dann, was kann ich jetzt sagen? Zur Familie habe ich ja gesagt, dass ich wie ein Familienmitglied aufgenommen worden bin, dass ich die total lieb gewonnen habe, alle. Ja, was ich nicht eins gelernt habe mit Kindern, das kann ich jetzt wirklich bestätigen. Wenn es zu ruhig ist mit Kindern im Haus, ist das scheiße. Das macht mich verrückt. Ah. Wenn ich sie nicht höre, aber normalerweise die Kleinste, die hört man immer mit ihren Bären rasseln oder immer blablabla. Aber wenn man nichts hört, dann geht man gucken und denkt sich so, was machst du da? Also die machen jetzt keine Katastrophe, aber man denkt sich so, na toll. Wie soll man das denn jetzt erklären? Aber ja, nimmt immer alles ein gutes Ende. Dann Februar, ganz groß, eigentlich geht es noch mit in den März rein. Karneval. Oh mein Gott. Ich liebe Karneval. Und ich war nicht zu Hause. Ihr habt Karneval ohne mich gehabt. Aber ich habe sie verstanden. Von daher. Und ich hatte kein Heimweh in der Zeit. Ich bin nur gerne mit gewesen. Feiern, trinken, verkleiden. Ich hoffe, ihr hattet alle viel Spaß und habt für mich mitgetrunken, weil ich ja immer noch kein Bier trinken kann. Also ich kann schon. Ah, aber das schmeckt nicht. ja, dann waren wir auch auf einem Geburtstag und dann gab es auch mal dieses Pille-Palle-Bier. Und ich dachte mir nur so, na, hat sauer getrunken und so. Ich dachte mir so, da spürst nichts, knallt nichts. Was willst du denn, ne? Ist das Schwachsinn. Und dann waren auch 2 Väter da, die richtig cool sind. Und die meinten so, ja, du bist Deutscher. Ich so, ja, ja. Und dann so, ja, kann man doch Bier nicht, ich mag das, ja. Mein Reden. Dann haben die mir so ein mexikanisches Bier angedreht, wo mehr drin war und so. War dann auch besser. Dann meinte ich, sag das nicht den anderen. Das ist jetzt nur, weil du die Deutsche bist. Okay. Und dann, ganz cool, nach 9 Minuten fällt mir das Coolste überhaupt an. Ich habe meinen Führerschein. Ja, mega. Ich darf jetzt ein Schlachtschiff fahren. Also wir haben 3 Autos. Ich habe jetzt kein eigenes Auto, aber ich darf halt immer 1 Auto benutzen. Ist halt doof, dass man vorher fragen muss, dann fragen die wofür, keine Ahnung. Aber ich darf halt seit gestern offiziell von der Versicherung ausfahren, also ich bin jetzt auch versichert auf 1 Autos. Jetzt geht's richtig los hier. Ja, cool. Jetzt warte ich nur noch, ich habe im Moment nur einen vorläufigen Führerschein. Jetzt warte ich halt auf diese Führerscheinkarte. Ja. So.
Das war der Februar, weil alles, was ich euch sagen wollte, was mir wichtig war. Ja, hänge immer noch viel mit den Amis rum. Die sind mega nett. So. Ja, und nächsten Monat kommst du mein Papa und mein Bruder. Ich flippe aus. Ich freue mich schon total. Das Größte ist, in meiner Stadt ist nicht viel los. Die kommen ja mit Onkel und Tante und zwei Kumpels von Papa. Und die wollen eine Nacht in meiner Stadt übernachten. Ja! Yeah. Wird mega. Wir gehen am Freitagabend weg und ja. Dann könnt ihr mal den Amis zeigen, wie man trinkt, Leute. Na, ich zähle auf euch. Und ja, was gibt's noch? Ich war wieder in San Francisco einen Tag oder zwei Tage. Ein Tag. Ich liebe den Pier 39. Oh mein Gott, der ist so wunderschön. Das ist so, so schön. Ne? Mm. Auf jeden Fall To-Do-Liste für euch. San Francisco Pier 39. Ja, ansonsten haben wir die Wochenende mehr mit den Amis gemacht. Ja, ich habe jetzt so gesehen, was andere Pairs machen. Die sind da ja unterwegs und machen, keine Ahnung, fliegen dahin, fahren dahin oder fahren dahin. Ich hänge mehr so mit den Amis rum. So. Also ich habe nicht dieses Au-pair-Life, sondern mehr dieses, ja, ich würde sagen, Amila. Das ist auch okay. So. Ich meine, wir fangen jetzt auch schon an, so Wochenendtrips und Roadtrips zu planen, weil ich mir das mal ein bisschen einleben wollte, Geld zur Seite legen und ja, warum nicht? Und sonst, was kann ich euch noch erzählen? Habt ihr irgendwelche Fragen? Könnt ihr mir gerne schreiben. Und natürlich möchte ich auch nochmal allen danken, die mir immer regelmäßig schreiben. Papa und Mama auch. Ach Gott, zum Glück gibt es WhatsApp. Mm. Ja, wir schreiben viel. Also ich bin froh, dass ihr mir alles schreibt und mir immer erzählt, was los ist in Deutschland, was euer Leben so macht und so. Und ja, dass ihr halt mich auch erkundigt, ob bei mir alles okay ist. Und das zeigt mir halt schon, dass ich auf euch zählen kann. Und wie gesagt, ich bin echt überrascht, nach 2 Monaten schon zu sehen, wie sich das alles so verändert hat. Aber ich habe gelernt, scheiß drauf. Kali ist nur einmal im Leben. Von daher, lass mir nichts mehr gefallen. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich bin mega glücklich hier und ja, ich freue mich jetzt auf den Sommer. Das wird so geil. Und ja. Mal schauen, was so kommt, was ich im nächsten Video erzählen kann. Ich weiß gar nicht, wie schön das Video jetzt geworden ist. Wie ihr seht, ich kann immer noch keine Videos schneiden. Ich habe mich damit auch gar nicht beschäftigt diesen Monat. Hatte andere Dinge im Kopf. Und ja, ansonsten würde ich mal sagen, hören wir uns in einem Monat wieder. Okay, Leute. Das waren wieder 13 wunderbare Minuten eures Lebens, die ihr mir geschenkt habt. Vielen Dank dafür. Und ja, macht's gut. Bis demnächst. Whatever. Okay. Bye.